So, Leute, da herzlich willkommen. Und wir wollen uns mit einer Technik noch unbedingt beschäftigen. Das ist die neue Prisera. Wir hatten ja schon einmal die auf dem Hof, die im Dreipunkt angebaute. Und jetzt wurde hier die gezogene Variante vorgestellt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sind jetzt hier in der Kabine angekommen. Bei mir sitzt der Mario. Ich habe mir so schlechten Namen merken. Und wir fahren die neue Prisera hier 9 Meter, glaube ich, würde ich mit Auge sagen. Okay. Da hast du dich verschätzt, das sind 12 Meter. Das sind 12 Meter? Ja. Deswegen sieht die auch so mächtig von Weitem aus. Ja. Ah, das sind 12 Meter mit? Genau. 12.000 TC. Ja. Und 6.000 Liter Dünger. Das ist der vordere Teil, der größere Tank und 2.000 Liter Saat. Schieß, Brudi. Ja. Also, du räumst du was mit weg in der Stunde? Ja, man muss dann 6.000 Liter, und wir fahren im Unterfuß meistens einen relativ schweren Dünger. Also wenn wir zum Beispiel einen Kieserit fahren würden, dann sind da 10 Tonnen drin. Ja, ein bisschen vielleicht, da muss man nicht voll machen. Man muss ja nicht voll machen, nicht immer. Ist nicht wie am Bierzeltwagen. Man muss nicht immer voll machen. Und 2.000 Liter, das, was sind das? Drei Paletten Saatgut ungefähr? Ja, also zwei große Big Bags, ne? Zwei große Big Bags. Ich sag mal, in der Größenordnung versuchst du ja über Big Bag zu befüllen, damit es möglichst schnell geht. Genau. Anstelle, dass du da dann... Aber viele Zuschauer, die ja jetzt uns gucken, haben ja meistens noch keine Big Bags, sondern Sackware natürlich. Genau. Nee, es geht nur einfach nur, damit sie ungefähr wissen, wie viel da reingeht. Ich glaube, ein Big Bag sind 50 Einheiten. Auf eine Palette sind meistens auch so 50, 60 Einheiten. Ja. Also zwei Paletten gehen da gut rein. Nö, ist eine Ansage. Ich habe vorhin gesehen, von 45 cm? Genau, du kannst von 45, 50 hoch bis 75, 80 cm Reinabstand alles kriegen. Genau. Und hast dementsprechend unterschiedlich viele Reihen dann drauf. Ne? Ja, genau. Und die Variante gezogen gibt es von 6, 9 und 12. Aktuell ist 9 und 12 jetzt das, was wir in die Markt einführen. Wir haben vorher den gesamten getragenen Bereich fertig gemacht. Und dann jetzt quasi, wir schieben jetzt gerade 9 und 12 Meter nach. Und perspektivisch kommt dann noch die 6 Meter. Okay, dann habt ihr, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr zu zeigen. Ihr habt in dem anderen Prisera, ist das, das ist auch eine Prisera, ne? Ja, genau, ist alles Prisera. Genau. Habt ihr vorgestellt, diese... Na, wie heißt das? Diese punktuelle Unterfußdüngung, die heißt bei euch? 30 Spot. Ja, genau. Das ist ja die Technologie, die auf der anderen Maschine verbaut ist, die wir heute zeigen. Und auch die wird perspektivisch in die gezogene Technik reinkommen. Ne? Okay, aber kann man die jetzt schon bestellen oder wird's kommen? Zum nächsten Frühjahr ist es bestellbar für die getragenen Maschinen. Ja. Da steht jetzt quasi die Markteinführung an. Und wir ziehen dann ein Jahr später, denke ich, auch die gezogene. Ne? Genau. Für alle, die sich fragen, was ist das? Und zwar geht es da rum eigentlich nur portionsweise unter den jeweiligen Saatgutkörnern den Dünger abzulegen. Man hat natürlich auch die Option, dazwischen abzulegen, wenn man jetzt zum Beispiel Zuckerrüben fährt und hat einen salzhaltigen, chlorithaltigen Dünger. Das mögen Zuckerrüben gar nicht im Keimprozess. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wir packen den Unterfußdünger dazwischen. Warum das System? Man braucht häufig mal einen Startdünger. Das ist ganz oft zum Beispiel bei Mais, der braucht da frühen Phosphor. Zumindest mal eine kleine Menge, bis die Wurzeln das so richtig greifen. Und man spart da schon gut Dünger. Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr da Untersuchungen zu laufen, was ihr ungefähr sagt? Wir haben jetzt 3 Versuchsjahre hinter uns, oder eigentlich sogar 4. Aber in den ersten 3 Jahren konntest du sehen, dass zumindest auf den Standorten, wo wir da waren, mit der Technologie 30 Spot so Einsparungen um die 25% realisierbar sind. Mhm. Teilweise sogar ein bisschen mehr. Du wirst aber auch Bedingungen finden, wo es vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber so diese 25% ist das, was wir jetzt momentan ausgeben. Ja. Jetzt wird es aber gerade richtig spannend. Jetzt geht die Technologie in die Breite. Das heißt, du wirst mehr Kunden kriegen, du wirst auch noch breiter in die Region gehen und das heißt, du wirst noch mal mehr Feedback kriegen. Und das bietet so ein bisschen den Vorteil, wir können auch teure Dünger da einsetzen. Ja. Also wirklich welche mit Bor, mit Zink, mit Mangan mit drin, die so richtig einen guten Effekt in der Pflanze auslösen und wir brauchen keine großen Mengen, aber wir haben einen guten Effekt. Genau. Das wird spannend. Ja, also da gehe ich auch ganz stark von aus. Wie gesagt, die eigenen Versuche, die wir jetzt gehabt haben oder gemacht haben, die waren wirklich vielversprechend. Super interessant, die Technologie läuft auch sehr sicher. Und jetzt wird es halt noch mal spannender, wenn weiter Feedback kommt. Genau, ich würde sagen, klappt doch mal aus. Ja. Und dann gehen wir einmal kurz raus und dann zeigst du uns, wie funktioniert der Saatguttransport zu den einzelnen Einheiten, denke ich mal, ist ganz interessant. Und ja, dann gehen wir draußen noch ein bisschen und reden über die Maschine. Ja, wenn wir uns den jetzt von außen angucken, der sieht mächtig aus. Und ihr könnt gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Design findet, tanktechnisch. Und ich muss sagen, ich gebe euch offen und ehrlich zu, ihr seid ganz weit vorne vom Design. Das ist mal was anderes, das ist mal markant, das ist...
bullig, würde ich mal sagen. Aber sie wirkt trotzdem sehr kompakt und schlank. Ne? Also wir haben Betriebe, die fahren mit 12 Meter in kleinen Strukturen. Ja. Relativ kurzer Radstand und ein Riesenvorteil, das wirst du von deiner Helix wahrscheinlich auch noch kennen, ist quasi die Unterlenkeranhängung, sodass der Drehpunkt eigentlich in die Maschine reinwandert. Ja. Das heißt, du ziehst sie auf dem Vorgewende schön nach. Ja, das muss man sagen. Die EDX fährt richtig gut nach. Das ist wirklich eine geile Sache. Aber ich will nicht ganz sagen, dass sie kompakt und klein ist. Das ist schon ein Riesenkoloss hier. Sag mal, das Erste, was mir auffällt, ihr habt einen extra Ölmotor dran. Hat der Kollege hier zu wenig oder ist das einfach so, weil das in Vorführung läuft und ihr wisst nicht, ob der Schlepper genug Leistung hat? Genau. Ob der Kollege hier jetzt schwach auf der Brust ist, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja? Aber das ist die Option für das vordere Gebläse, wenn der Schlepper beide Gebläse eben halt nicht selber betätigen kann, dass du mit einem Gebläse quasi auf die Zappe legst. Wie viel Liter braucht ihr hier? Ich glaube, vorne brauchen wir 60, hinten 50. Ja. Und dann brauchst du halt für die Aushubfunktion. Okay. Nochmal zum Vergleich. Ich glaube, ein Fan startet bei 170 Liter pro Minute. Und hier wird auch immer ein Büffel vorfahren, da sind wir uns einig. Ja. Und ich glaube, John Deere ist, glaube ich, bei 180 starten sie. Und dann gibt es, glaube ich, 240 in der Erweiterungsoption. Ja, ihr könnt es gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Aber diese Klasse 7R aufwärts, sagen wir mal so, die startet schon mit sehr, sehr viel Öl, wo das, glaube ich, nicht so das Problem ist. Aber wie ist der Zugkraftbedarf? Wart ihr da auch schon mal mit einem 700er Fan vor? 700er Fan noch nicht, aber wir hatten 250er John Deere. Ja. Das ist das mittlere Chassis von ja, genau, aber sehr zugstark. Mit 300 PS geht der auch voran. Läuft eine Maschine in Dänemark. Der Kunde ist jetzt nicht ganz bis an 15 km/h ran. Also der hat sich eher so bei 11, 12 aufgehalten. Aber der konnte die Maschine tadellos bewegen lassen. Okay, so, kommen wir mal hier zu den Aggregaten. Ich denke mal, dieser Bereich ist alles, was man bis jetzt kannte, was wir in den Presea-Videos auch gesehen haben. Und das war auch ganz wichtig, dass du quasi, wenn du irgendwann wächst mit der Maschine, ne, du kommst von einer getragenen, gehst auf eine gezogene, dass du eigentlich möglichst viel von der getragenen Maschine wiederfindest, sodass das Handling relativ schnell klar ist. Du hast es im Endeffekt schon richtig gesagt, machen wir hier mal so eine Grenze, alles oberhalb ist im Endeffekt das neue System. Ne? Genau. Wir reden hier von einem Central Seed Supply, das ist auf Neudeutsch Nachführsystem für Saatgut. Das heißt, du hast hinten den hinteren Teil des Tankes mit 2000 Liter einen zentralen Saatguttank, da haben wir eben ja auch schon drüber gesprochen. Und von da aus beschicken wir halt einfach kontinuierlich jede einzelne Reihe. Hier ist der Zuführschlauch. Wir teilen die Menge auf in diese aufnehmenden Einheiten. Ja, und im Endeffekt, das System funktioniert relativ einfach. Es ist Scheinwerk Physik. Ich mache das mal auf. Du drückst quasi die Luft mit dem Saatgut gemischt in diese Kammer rein. Und die Kammer füllt sich. Und du hast so lange quasi einen Luftstrom am Leben, solange dieses Sieb frei ist. Die Luft drückt dann quasi in das Sieb, das Saatgut wird von der Seite zurückgehalten. Die Luft kommt hier raus und du kannst, wenn du hier mal ein bisschen dichter rankommst, eine zweite Kammer feststellen hier. Und die Luft, die hier quasi aus dem Sieb rauskommt, die geht hier in diese kleine Kammer rein, die geht mit in die Vereinzelung. Das heißt, die nutzen wir zusätzlich auch noch als Druckluft in der Vereinzelung, um das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten. Auch ganz wichtig hinsichtlich Pflanzenschutzmittel, darf man ja heutzutage die Luft nicht mehr oberhalb abschieben, sagen wir mal so. Das heißt, die dürfte auch nicht mehr hier entweichen. Die muss tatsächlich unterirdisch oder bodennah ausgebracht werden. Genau, die ganze Vereinzelung ist ja geprüft, JKI geprüft. Das heißt, die abtriffmindernden Werte und so halten wir alle ein. Und das war eben ganz wichtig, genauso wie du das sagst, dass auch wirklich alles, was an kontaminierter Luft hier ist, in die Vereinzelung reingeht und dann wirklich auch bodennah abgeleitet wird. Genau, Leute, ihr wisst, wir wollen Pflanzenschutz einsetzen, aber gezielt und richtig. Ganz genau. Wie gesagt, und das Prinzip funktioniert jetzt im Endeffekt so. Solange hier der Saatgutstrom mit der Luft ankommt und durch die Luft durch dieses Sieb entweichen kann, ist der Nachführprozess stabil am Laufen. Bedeckt irgendwann das Saatgut dieses Sieb vollständig, sodass die Oberfläche durch Saatgut geschlossen ist, hast du auch keinen Luftstrom mehr, der in das Sieb reingeht und quasi in die Vereinzelung weitergeht. Und dann bleibt dieses System, dieses Nachführsystem stehen, weil du hast einfach keinen Luftstrom mehr, der arbeitet, vorne Saatgut aufnimmt. Und so regelt sich das System quasi ohne Elektromotoren oder jegliche Füllstandssensoren einfach nach Physik immer wieder selber ein. Okay, jetzt für jemanden, der auch öfter mal Versuche anlegt. Ja. Ab wie viele Einheiten können wir denn starten? Ich habe heute so roundabout 4 Einheiten nach 50.000 drin. Ja. Das reicht. Ja. Weil im Endeffekt, du musst eigentlich nur sicherstellen, dass bei dem ersten Befüllprozess, wenn alle Einheiten leer sind, ich sag mal, alle einmal voll werden, damit sie gleichmäßig befüllt sind. Genau, also wir können nicht eine Einheit mal reinkippen. Gut, das ist auch hier ein großes Aggregat, muss man ehrlich sagen, aber
Wir können auch nicht eine Einheit reinkippen und die wird relativ gut verteilt, dass wir mal so ein bisschen fahren können. Genau. Ja? Das ist ein bisschen schwierig. Lass uns bei dem Thema bleiben, das ist ein gutes Stichwort. Wir kriegen zusätzlich aber hier hinten ein kleines Zusatzreservoir drauf, wenn du Versuche fahren willst. Oh, oder wenn du das ist geil. Genau, wenn ich Rüben lege und Rüben hast du so wenig Einheiten, dass du die, da hast du ja manchmal nur einen Becher voll, dass du die hier so reinkippst und verteilst sie selber. Stark. Kommt quasi hier so ein kleines Reservoir mit drauf. Das Volumen plus das, was in die Vereinzelung reingeht, sind roundabout 1,5 Einheiten, Rübeneinheiten. Und die könntest du dann quasi pro Reihe einfüllen. Und da kannst du halt schon relativ lange mit legen. Ne? Das ist wirklich stark. Ja. Andruckrollen, die sehen ein bisschen größer aus als das, was ich letztes Mal gefahren habe. Ja, wir sind ein bisschen im Durchmesser größer geworden. Ja. Dadurch laufen die etwas langsamer. Ne? Und ihr rollt etwas ein bisschen ruhiger und sie holen ein bisschen weniger Erde wahrscheinlich hoch durch die weniger Rotationsgeschwindigkeit. Genau. Gibt es das auch in anderer Variante mit Fingern, wenn ich zum Beispiel klumpigen Boden habe, der die Saatreihe ein bisschen besser schließt? Ganz genau. Also wir haben als Alternative quasi auch so eine 50er Rolle, wo dann seitlich, ich sag mal so Zapfen drauf sind, die dann eben gerade unter schwereren Bodenbedingungen halt noch mehr Feinerde erzeugen. Genau. Gehst du in leichtere Böden rein, kannst du die natürlich auch mit glatter Oberfläche bekommen, weil irgendwann fangen die natürlich auch das Erdewerfen an. Ne? Genau. Ein Vorteil, der bei der EDX immer riesig war, ist tatsächlich die Direktsaateignung. Die konnte wirklich viel Schardruck fahren, weil die halt natürlich Masse hat. Ja. Das habt ihr sicherlich hier erhalten, oder? Ja, also du brauchst Maschinengewicht, um die Schare in den Boden zu kriegen. Das ist einfach... Es ist Fakt. Also ja, natürlich. Du wirst auch irgendwann bei einer getragenen Maschine, wenn sie wenig Eigengewicht hat, Probleme kriegen, dass du nicht reinkommst. Und da sind gezogene Maschinen natürlich aufgrund ihres höheren Maschinengewichts deutlich prädestiniert dafür. Ne? Genau. Ansonsten, Blick zum Verteilerkopf, wenn ich dich mal unterbrechen darf. Ja, da wollte ich auch gerade mit dir drüber sprechen. Sauber. Da kannst du mal sehen, Gedanken lesen. Ja. Der Verteilerkopf ist ja im Endeffekt das gleiche System, was wir bei den getragenen Maschinen auch schon ausliefern. Das ist der Kopf mit einer integrierten manuellen Abschaltung. Das heißt, ich kann quasi die Reihen hier manuell ab- oder zuschalten. Der große Vorteil von dem Kopf ist, dass ich wirklich bis auf die letzte Reihe zumachen kann. Und der hat einen integrierten Luftabschalter, sodass die Luft permanent entweicht. Ja. Aber ich den Dünger quasi wieder zurückführe und dem Kopf wieder zur Verfügung stelle. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, der Düngertank hat zwei eigene Kammern, zwei Dosierer. Und jeder Dosierer ist jeweils mit einem Kopf gekoppelt. Sodass, wenn ich hier die Menge durch Abschalten reduziere, geht der Dosierer vorne auch, reduziert er auch die Menge, sodass ich quasi nicht die anderen Reihen überdünge. Ne? Ja. Und dann kannst du das ganze System elektrisch aufrüsten, sodass du hier E-Motoren dran bekommst. Und dann kannst du das auch im Section Control einbinden, sodass du wirklich Reihe für Reihe, wenn du die Saat ausschaltest, auch passe ich den Dünger mit. Genau. Man muss ehrlicherweise sagen, bei 6 Meter kann man da vielleicht mal ein Auge zumachen. Genau. Bei 12 Meter, stellt euch mal einfach vor, der Kollege packt jetzt noch auf 1,50 Meter hier zwei Reihen rein und diese ganzen Einheiten sind abgeschaltet. Die brauchen nicht legen, weil die überlappen würde. Aber damit normalerweise der Dünger fließt, würde hier überall unter Fuß mitkommen. Hier wird er gebraucht, da gar nicht mehr. Und diese Überlappung bei mir, 1 Kilometer Feldlänge, da schmeißt du ja fast 1 Hektar drüber. Ja. Und das ist heutzutage richtig Geld und deswegen ist auch die Teilbreitenschaltung im Unterfußdünger ist inzwischen ein interessantes Thema, muss man sagen. Genau. Bei großen Betrieben macht es tatsächlich auch ein paar tausend Euro an Kosten aus. Ja? Definitiv. Ne? Und Düngeverordnung ist ja das nächste Thema. Wir dürfen ja gar nicht mehr so viel. Ja. Deswegen umso exakter, umso besser ausbringen. Ne? Ganz genau, ja. Die Scheiben, die waren ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Die haben sich gut geführt, weil die eine schöne Schneidwirkung haben. Ja. Das habe ich bei meiner EDX, ist ja noch diese schleppende Schar, diese schiebende Schar. Du hast eine Einscheibe, die so ein bisschen gewölbt ist, ne? Ja, genau. Und da ist ein Schar dran. Plus einen stehenden Furchenformer. Genau. Und wenn ich da ein bisschen Material habe, dann habe ich da tatsächlich meine Schwäche, dann drehen die nicht mehr richtig, ja? Genau. Aber ich glaube, das funktioniert hier ganz gut bei dem System. Ja. Weil es auch relativ schmal vorne gehalten ist. Also ich möchte es einmal kurz von vorne zeigen. Und das ist auch ganz wichtig, da wird halt wenig Material verdrängt. Und bei mir ist das ja so, da wird der Damm ja super krass. Also meine bewegt sozusagen die Erde relativ doll zur Seite, was ich gar nicht mehr so gut finde. Ja. In Kombination mit Strip-Till schiebt die da wirklich, macht die das Bild uneben. Und wenn du dann hinterher Direktsaat machen willst, dann ist das gar nicht mehr so geil, weil es nicht so schön schier ist. Ne? Genau. Genau, du hast immer so einen kleinen welligen Boden. Genau. Ich würde mal sagen, setz dich mal rein, zieh mal 1-2 Meter durch und dann gucken wir mal uns die Saatgutablage an. Ja. Und dann gucken wir uns das nachher nochmal von innen im Terminal an.
Ja, hier sieht man auf jeden Fall das, was ich angesprochen habe. Die Bodenbewegung bei dieser Maschine ist viel, viel geringer als in der Vergangenheit, zum Beispiel bei der EDX. Wenn man mal sieht, das ist ja super wenig hier, auch hier sieht man das, was er gesagt hat. Die drehen sich jetzt langsamer, sodass sie den Boden oberflächlich nicht mehr so extrem krümeln. Das müssen wir natürlich gucken. Er hat nicht mehr überall Saatgut drin und ich weiß auch nicht, ob jetzt hier was drin liegt. Nachher buddel ich hier und da war gar nichts mehr drin. Also da war nicht mehr an allen Köpfen noch Saatgut drin. Wir sind jetzt auf den letzten Metern dieser Veranstaltung. Und gucken wir mal einfach mal, wie schön gebettet das liegt oder nicht schön gebettet das liegt. Da. Da haben wir schon mal das erste. Da ist das zweite. Ja, und dann sieht man einfach, da ist das dritte. Da ist das einfach, man sieht einfach, wie gut die Ablage heutzutage ist, wie gut das gebettet ist, ja. Das heißt, das Saatkorn liegt ja gut fest. Ich kann ja nur die Erde rauskratzen. Hier ist das nächste. Ich kann ja nur die Erde rauskratzen. Und dann haben wir es ja schon. Obwohl der Boden hier auch ganz schön geil ist. Da ist das nächste. So, jetzt haben wir die hier alle gefunden. Und wie man das auch schön sieht hier, der Abstand ist gut gleich. Gut, die liegen ein bisschen kürzer, der liegt ein bisschen weiter auseinander. Aber auch die Geschwindigkeit war ja nicht super konstant. Aber es ist auch eine schöne Ablagehöhe. Ist ja alles ziemlich gleich. Das ist ja im Endeffekt das Prinzip, was du von der EDX auch erkennst. Ne? Du hast den Furchenformer drin, plus die Fangrolle. Und der Furchenformer, der hat ja so eine gewisse planierende Wirkung. Ja. Und der zieht dir quasi erstmal den Horizont, wo du nachher die Körner reinlegst, glatt auf. Du legst die Körner ab und die werden durch die Fangrolle auch, wie gesagt, sauber eingebettet. Und das siehst du ja im Endeffekt auch an der Furchenstruktur, wenn du mal drückst. Gerade hier auf den leichteren Böden ist das natürlich optimal. Ne? Die Körner sind wirklich gut eingepackt. Ja. Haben sofort Bodenschutz. Das habe ich auch gerade gesagt. Du kannst halt die Erde wegkratzen, aber ja, die Körner liegen fest. Ja, genau. Genau. Gut. Mal noch zumachen, damit hier Anfang September auch noch gut die Maispflanzen wachsen. Dann setzen wir uns mal rein und dann gucken wir uns mal innen die Bedienung an. So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen. Ich meine, ich habe das damals schon mal einmal gezeigt, aber wir können ja ruhig noch mal ein, zwei Worte dazu erklären. Genau. Also die Bedienoberfläche im Arbeitsmenü, die sollte, ich sag mal, dem Fahrer, der auch eine getragene PC erkennt, eigentlich bekannt sein. Wir haben so wenig wie möglich an Änderungen vorgenommen, sodass eigentlich so diese Grundbedienung die gleiche ist. Du hast hier in der Mitte die Übersicht, wie sauber deine Verheizungen eingestellt sind. Das heißt, im Idealfall sind nachher alle Balken grün. Und wenn du mal eine Doppel- oder eine Fehlstelle kriegst und die Lichtschranke detektiert die, dann kann der Balken mal nach oben hin orange oder nach unten hin orange sich einfärben. Damit weißt du im Endeffekt, okay, die Vereinzelung muss nachgestellt werden. Wir haben aber das Smart Control verbaut, das heißt, die Einstellung der Abschreifer erfolgt automatisch. Das heißt, ich fahre eigentlich gleich nur und die Maschine regelt sich dann eben auf die Saatgutgröße ein. Okay. Ja. Ja, fahr mal ein paar Meter, damit wir mal sehen, wie sich das Ganze füllt. Mhm. Also für die Leute, die da nicht so Firmen drin sind, jede Reihe hat eine Lichtschranke und in jeder Reihe wird jedes Korn quasi gezählt, auch im Raps. Und das ist im Prinzip das Geile an der Einzelkorn. Man fährt da los und da hat man seinen Spaß. Man gibt da nur noch die Körner ein. Genau, hier siehst du, dass die Reihen leer sind. Hatten wir uns ja gerade hinten angeguckt im... So, die anderen haben noch Saatgut, das heißt, die sind auch sauber eingestellt und die beiden oder die Reihen im Zentrum hinten, die haben schon kein Saatgut mehr gekriegt aus der Beschickung. Ja, genau. Also eben da im einen sieht man da so ein ganz bisschen, hat man da was nach oben orange gehen sehen. Ja. Genau. Und da stellt sich quasi der Abschreifer dann immer auch wieder passig nach und fängt das jetzt halt wieder ein. Ne? Ja. Genau. Ansonsten hast du hier oben den frei einstellbaren Bereich, also gewisse Werte willst du ja sehen, zum Beispiel Gebläsedrehzahlen, deine Drücke für den Saatguttransport, Geschwindigkeit. Und hier hast du quasi die ganze Bedieneinheit, Bedientasten, wo du quasi dann Mehrmenge, Mindermenge einstellen kannst. Genau, und hier kannst du quasi die Mengen verändern. Ne? Wenn du mehr Menge an Dünger geben willst, weniger Menge an Dünger oder auch die Vereinzelungsmengen hochdrehen, runterdrehen willst, kannst du das quasi alles händisch übersteuern. Ja. Du kannst hier quasi deine Reihen manuell ausschalten, wenn du zum Beispiel kein Section Control an hast.
Wenn Section Control aktiv ist, macht die Maschine das natürlich alleine. Ja? Genau, alternativ, manchmal legt man noch eine Gasse für den Jäger an. Genau. Zwei Reihen, damit er zur Kanzel kommt. Genau. Je nach Jäger vielleicht auch drei Reihen. Und das macht man dann alles manuell. Das funktioniert nicht über Section Control, aber. Oder es klassisch ist so eine Bewässerungsreihe. Ja, genau. Oder wo die Bewässerungsgeräte durchgezogen werden. Also genau, diese Option gibt es da im Prinzip. Genau, die hast du auch alle drin. Du könntest natürlich auch in der Bedeckungskarte nachher die Reihen schon rausnehmen, dann wird der im Section Control natürlich da auch nicht liegen. Aber ich sag mal, der schnellere, elegantere Weg wird wahrscheinlich der sein, dass du es hier einmal mal händisch übersteuerst. Genau, also wir können da auch quasi das Maislabyrinth mitlegen. Also Karte fertig machen. Genau. Maislabyrinth legen, fertig. Genau. So, wir sind jetzt nochmal mit der kleinen Prisea raus und nochmal los und haben tatsächlich nochmal die Zeit gefunden, um 30 Spot zu zeigen. So, da haben wir jetzt eher das erste Maiskorn, wie man sieht. Da ist das nächste. Mann, ihr habt so einen schönen Kratzer, Abstandsmesser. Und du bist hier mit der Mauerkelle unterwegs. Ja, das liegt daran, weil ich jetzt hier natürlich die Düngerportionen ausgraben muss. Und da ist irgendwann unser normaler Kratzer am Ende. So, ich hoffe mal, hier ist jetzt noch ein Dünger angekommen. Nicht, dass der schon leer ist. Das wäre doof. Da war er. Du hast schön gekratzt. Ja. Warte mal, machen wir hier nochmal. Also Ziel dieses Verfahrens ist, unter jedem Korn den Dünger als Depot liegen, aber auch nur portionsweise. Das hat halt den Vorteil, die Variante ist konzentrierter. So, genau, da. Genau, wir sehen hier, na, wo war es, unser Saatkorn? Da. Jetzt haben wir es hier ein bisschen weg. Genau, wir sehen hier die Düngerportion und hier das Saatkorn. Der Vorteil ist jetzt hier, wir haben quasi immer pro Saatkorn eine Düngerportion und kein durchgehendes Düngerband mehr. Das heißt, der Dünger, der sonst hier zwischen den Pflanzen, ich sag mal, weniger effizient erschlossen werden kann, liegt jetzt hier in einem konzentrierten Depot direkt unterm Korn. Wir können damit, was wir bis jetzt in unseren eigenen Versuchen rausgefunden haben, irgendwo 25% Unterfußdünger einsparen, haben dabei die gleichen Effekte in der Jugendentwicklung und nachher den gleichen Ertrag. Genau, wir haben da vorhin schon ein bisschen in der großen Prisea philosophieren, dass wir auch ein bisschen teureren Dünger jetzt einsetzen könnten. Ein bisschen mit Bohrmangan, weil wir ja wirklich depotartig düngen. Ja, wie man das hier so sieht, da ist das nächste Depot. Genau. Und hier ist das Korn. Bauarttechnisch ist es natürlich so gelöst, dass man den Dünger etwas schräg daneben packt und nicht direkt darunter. Das ist völlig normal. Also auch normaler Unterfußdünger verläuft immer seitlich versetzt zu dem Ganzen. Und immer etwas tiefer ist logisch, Wurzeln wachsen nach unten. Wenn er gleiche Höhe liegen würde, wäre nicht so toll. Die liegen immer ein Stückchen tiefer. Genau, sonst lass uns doch noch mal an die Maschine gehen und ich erkläre es dir da noch mal. Genau, erklär mir noch mal, wie macht ihr das? Wie realisiert ihr das, dass das letztendlich auch passt? Was ihr auch hier noch mal schön sehen könnt, du hast ja extra die Maschine noch ein bisschen länger laufen genau, lassen. Genau, also wir haben jetzt hier länger dosiert und wir sehen jetzt hier, das sind die Düngerkleckse. Die Maschine hat jetzt länger dosiert, damit wir das hier noch mal sehen können. Und beim Ausheben sieht man dann die Düngerkleckse, wie sie dann im Boden ablegen würde. Genau. Genau, also das ist jetzt hier die Besonderheit an der Maschine. Das ist das 30-Spot-System. Normalerweise, bei normaler Unterfußdüngung im Band, wäre ja dieser Düngerschlauch, der den Dünger von unserer Düngerdosierung zum Schar fördert, hier einfach auf dem Schar montiert. Und würde quasi den Dünger einfach immer hier abgeben in einem kontinuierlichen Band. Das Band unterbrechen wir jetzt mit unserem 30-Spot-Portionierer und fassen das quasi immer zu Portionen zusammen, synchronisiert zum Korn. Das funktioniert hier ganz einfach mit diesen rotierenden Portionierflügeln. Die drehen sich hier mit entsprechender Geschwindigkeit und sind mit ihrer Abgabe dann synchronisiert zur Kornablage, sodass quasi immer nachher da, wo nachher ein Saatkorn hinkommt, eine Portion Dünger liegt. Der Dünger kommt von hier oben an. Ne, hier sitzt der Zyklon drauf. Wird dann quasi hier mitgenommen und unten ans Schar hier abgegeben. Das Ganze ist hier noch so ein bisschen flexibel. Wenn man mal irgendwo, ich sag mal, Düngerkluten oder sowas drin hat, dann kann er hier nur so ein bisschen ausweichen. Genau. Das ist eigentlich die ganze Magie dabei. Das ist irgendwie simpel als auch genial. Also ich habe da ein viel größeres Hexenwerk erwartet. Es ist natürlich softwaremäßig aufwendig. Ja, na klar. Aber ansonsten ist das einfach
Und so soll es ja auch sein, es soll ja auch einfach in der Maschine mitlaufen. Ja. Auch was wir, ich sag mal, im Bedienteil eingeben müssen, ist auch relativ simpel. Ich muss es aktivieren und muss meinen Abstand eingeben. Genau, und man gibt die Düngermenge ein. Also die Abschläge macht man sozusagen alleine. Man gibt nicht ein, man will 100 und der zieht automatisch 25 ab. Sondern nein. Man gibt ein 150 Kilo auf dem Hektar, genau. Und es ist halt zentriert, portioniert da unten drunter. Dieses System kann aber auch das ganz normale Unterfußsystem auch fahren. Also genau, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal unseren Multispot nutzen. Multispot wäre quasi die Funktion, der Portionierer dreht hier mit voller Geschwindigkeit und feuert quasi immer eine Portion nach der anderen raus. Das ist bandähnlich, aber natürlich kein Düngerband, weil es quasi, wenn man so möchte, wellenförmig rauskommt. Möchte ich das nicht haben, meinetwegen, ich bin Lohnunternehmer und muss jetzt eine längere Zeit ohne Fertigspot legen, möchte natürlich den Verschleiß hier nicht drauf haben, möchte einfach nicht mitlaufen haben, dann gibt es Banddeckel, die habe ich sonst auch noch auf dem Schlepper, warte mal. Das wäre einmal diese Basiseinheit, wie sie hier auch drauf sitzt auf dem Char, und das ist einfach der Banddeckel. Mhm. Na, hier würde oben wieder der Zyklon drauf montiert werden, das ist jetzt für die andere Seite, ne? Und dann wird der Dünger einfach durchrutschen und auch so in einem Band abgegeben. Ja. Ist schon ein interessantes System. 25% Ersparnis, Pi mal Daumen, auf meinem Betrieb wären das 7.500 Euro an Düngerersparnis. Nur für Unterfuß. Und ja, wenn dann noch größere Betriebe sind, Lohnunternehmen sind, dann ist das tatsächlich eine Investition, über die man nachdenken kann. Ab wann ist das Ganze in Serie erhältlich? Das geht nächstes Jahr in Nullserie. Genau, ist also dann jetzt mit der Preisliste erhältlich. Okay, auch für alle Abmaßen und nur bei den getragenen Geräten vorerst? Genau, bei den getragenen Geräten und in Kombination mit dem Blattfederdüngerschar. Okay. Na? Genau, was vielleicht noch für den einen oder anderen interessant ist, wir haben das jetzt nicht nur im Mais erprobt, sondern wir haben das Ganze in der Rübe erprobt. Jetzt im Raps sind wir aktuell am Erproben und in der Sonnenblume haben wir es auch erprobt. Also im Prinzip das System läuft eigentlich in jeder Frucht, die ich irgendwo in eine Reihe packen kann. Aber und, macht es im Raps wirklich Sinn, bei einem Abstand, sag ich mal, von 5 cm zu den anderen Pflanzen? Die Frage ist ja, macht es keinen Sinn, wenn ich es hab? Ja, ja. Das ist schon korrekt, das ist schon korrekt. Genau. Wenn ich es hab, kann ich es dafür nutzen. Genau. Aber bringt es den Effekt, ist die andere Frage. Das ist noch rauszufinden, genau. Aber wir haben da keine Einschränkungen. Also ich könnte theoretisch, wenn ich diese Maschine so ausgestattet habe, einfach so den Raps damit legen, wenn ich Unterfußdünger machen möchte. Mhm. Muss ich dafür nicht ausbauen. Ja. Na? Ja gut, ist schon eine spannende Sache. Genau. Ja, Leute, das war nochmal ein kurzer Schwenk zu dem Fertigspot. Und das soll es erstmal hier gewesen sein. Bis dahin viel Spaß noch bei weiteren Videos. Bis dann. Ciao, ciao.